Hey Leutchens. Und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen Assassin's Creed. Und möchten gerne ihn schnappen. Denn das ist ein Templer. Den schaffen wir zurzeit, zumindest sollten wir das. Und deswegen jagen wir ihn mal. Wir hatten vor langer Zeit Bekanntschaft gemacht. Der hat dann seine Waffe rausgeholt und zack. Wir waren Opfer. Und ich denke mal, dass wir jetzt der Sache gewachsen. Weiß nicht das Wort, was ich gesucht habe, aber das passt. Sind und uns mal battlen können. Reite bitte nicht so schnell, sonst bin ich außer Puster. Das Gute ist, der kleine Schlingel kommt wieder zurück. Also wenn wir auf der Straße sind und diese folgen, früher oder später kommt er wieder zurück. Und spätestens da können wir ihn versuchen zu besiegen. Da kommt er schon wieder, der Kleine. Ob der uns sieht und sagt, oh, du bist kacke und ich greife dich an. Ah, ich wollte ihn eigentlich so. Hallo? Irgendwo hat er noch eins. Ich sehe es nicht. Das war gut, aber irgendwo hat er noch eins. Macht denn das auch was aus? Dass es männlicher ist. Dein letzter Atemzug. Hört mal auf damit, das ist total anstrengend. Du hast ihn getötet! Oh! Stirb! Hä? Was machst du denn jetzt? Geh bitte weg. Das ist doof. Warum zieht er schneller? Das ist echt doof. Das ist alles nicht sowas, was ich futtern kann. Suhlst du dich in deinem Geld? Okay. Das scheiß Schild. Das nervt tierisch. Das ist echt ein bisschen schwierig. Wir versuchen es noch einmal. Wir haben... Es gab drei solche Punkte, die wir angreifen müssen, damit wir so einen Spezialangriff tun können. Und... Genau. Zwei habe ich gefunden. Ich weiß nicht, wo der dritte sich befindet. Der Hund war auch ganz gut. Den müssen wir uns auch aufheben und behalten. Der war schick.
das grüne Zeug, das darf er nicht machen. Oder das sie nicht machen. Das war ein bisschen ungünstig. Wir versuchen es noch einmal. Und ich hoffe, das funktioniert einen Tick besser als gerade eben, sodass wir ihn besiegen können. Oder sie. Der 4 Stufen ein bisschen über ihr und trotzdem lief es nicht so toll. Das Schild von ihr ist kacke. Also das ist gut. Macht uns das Leben schwer. Schade, dass sie nicht läuft und wir dementsprechend sind das andere. Einmal Knie und einmal so von hinten. Wolf, mach was. Also, geh weg. Ach, da stehst du toll für mich. Das ist doof. Wir haben da irgendwie... Haben nicht getroffen? Wo ist denn das der dritte Punkt? Okay, komm, wir lassen es sein. Versuchen das mal zum späteren Zeitpunkt. Ärgerlich. Okay. Sind wir wieder eine Erkenntnis reicher? Hätte ich drauf verzichten können. Aber gut. Also machen wir noch ein paar Missionchen und überlege, wann ich das nächste Mal versuche. Was können wir denn noch so erledigen vor Mission? Ich weiß gar nicht, ob wir zwischendurch noch Micha haben. Wir gucken mal ins Menü und zwar auf die Mission. Könnte mich ärgern. Den haben wir gerade gewählt. Der ist. Können wir gucken, wo er sich rumtreibt und. Grundsätzlich ist es jetzt hier nicht allzu schwer. Oh, er ist hier. Da reisen wir dahin und versuchen mal ihn. Er ist auch Level 90. Vielleicht klappt er ja einen Tick besser. Ich finde das Schild von ihm war sehr schwierig. So, kam ich überhaupt nicht mit drauf klar. Ist es jetzt nicht besser? Habe ich den nicht gewählt? Willst du mich veralbern? Wo reist der denn lang? Da kommen wir irgendwie nicht rein. Ich weiß nicht, wo da ein Eingang ist. Da ist eine Tür, aber die ist gut zu. Hier darf mich niemand sehen. Und weiter ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, vorzudringen. Wir versuchen ihn einmal und wenn wir den nicht schaffen, dann ärgere ich mich ganz doller.
Und wir versuchen es zum späteren Zeitpunkt, wenn wir dann nochmal das ein und andere Level gemacht haben oder die Stufe erreicht haben. Hast du ja auf dem Pferd reiten müssen? Lauf doch mal. Hat der auch so ein Riesenschild? Ach, die haben alle so Riesenschilder. Oh, Entschuldigung, Pferd. Der hat auch irgendwo noch mal so ein Ding. Lauf, Pferd. Wolf. Ich finde das hier, das ist dann so eine Aktion, die ist, die macht sein schwierig. Und das kommt nicht besser dran. Das war gut, also dass ich den ausgewählt habe, dummerweise zwei davon, drei davon, wie viel denn noch? Das war zu viel. Okay, kann er sich nicht heilen? Schmeißt du immer vier? Sind die anderen noch da? Nee, die sind dann weg. Lauf da rein und versterbe. Versterbe. Au. Ersten Tick. Geh doch mal bitte weg. Das brauche ich so lange, bis ich aufstehe. Oh, das ist doof. Was bei ihnen ganz angenehm ist, der heilt sich nicht. Das war doof. Ich verstehe es nicht, warum wir, wenn wir unsere Attacke, wollte ich eigentlich sagen, machen, dass wir ihn dann nicht verletzen können und er dann ruckzuck ausweichen kann und dann uns schlagen kann. Ärgerlich. Ach, schade. Aber gut. Wir machen jetzt noch ein bisschen was anderes, weil das bringt ja gerade überhaupt gar nichts. Leider. Haben wir noch irgendeine Mission, die wir machen können? Wir könnten... Was bist du für einer? Weiß gar nicht, wie viele Vorräte wir haben. Ob wir uns das leisten können... Das? Nee, das ist nicht, oder? Das ist ein DLC, den würde ich gerne später machen wollen. Wir sehen uns bald wieder. Auf ein Wiedersehen. Ja, das war total gut. Oh, könnten wir uns leisten? Leisten wir uns die? Ach komm. Dann haben wir da zumindest noch ein bisschen was gemacht.
Viehhof, Getreidehof, irgendein Haus, anderes Haus. Besser geht es nicht, Eivor. Du bist wirklich großzügig. Haben wir irgendwas? Na, wenn das nicht ein Land aussieht, dann weiß ich einfach auch nicht. Ansonsten nichts weiter heute? Nö, das war's. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Lass dich mal wieder blicken. Schön. Was? Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Ich habe dieses wundervolle Land bereist und allerlei Geheimnisse und spannende Orte gefunden. Für etwas Geld teile ich mein Wissen. Wenn du Zugang zu meinen Karten willst, brauche ich Zugang zu einer Werkstatt. Vielleicht könntest du mir was bauen? Ich muss gehen. Lebe wohl, Eivor. Okay. Darf ich das in der Werkstatt bauen oder wir ihnen eine Werkstatt bauen? Kann ich das eigentlich schenken? Oder? Oh. Hier. Damit hat der Orden nun weniger Mitglieder. Ein weiteres? Du bist wirklich sehr tüchtig. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Sehr gut. Doch gibt es noch mehr zu tun. Okay. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Oh, das war jetzt nicht so... Was haben wir denn noch hier für eine Mission? Es muss da noch irgendwas geben, was wir tun können. Mal sehen, ob die Dinge, die wir haben, ob die reichen, ne? Um daraus was zu zaubern. Wir später nochmal eine Mauer kriegen. Ah, 60, da brauchen wir noch eins. Na gut. Dann gehen wir mal ins Häuschen und... Aber eigentlich können wir das auch das nächste Mal machen. Gib es zu, Alvis. Ich bin der überlegene Wortschmied. Einer Lüge zu... Was geht hier vor sich? Holmgeir möchte die Kunst des Spottstreits in den Dreck ziehen. Ich weise ihn zurecht. Es ist grobschlächtig, ungenießbar und unerfreulich. Ich würde dich ohne jede Übung schlagen. Könntest du nicht, du neunmal Tumba... Eivor, richtest du über unseren Spottstreit? Ich spiele nur zu gern die Richterin, Brüder. Zeigt mir, was ihr könnt. Ich fange an. Wie ein Ei dem anderen gleicht Holmgeir mir. Doch er ist nur ein Kiesel und ich ein Saphir. Als Zwillinge einzig die Dichtkunst uns trennt. Und zeitlebens sieg ich und Holmgeir flennt. Nicht übel, aber pass mal auf. So ein Spottstreit ist albern und leicht vorgebracht. Man muss nur dafür sorgen, dass irgendwer lacht. Doch im Leben zählt anderes um so vieles mehr, wie die Dichter und die Maler und die Kunsthandwerk-Kehr. Ja, Kehr. Was hältst du davon, Eivor? Alvis hat eindeutig gesiegt, Holmgeir. Von dir habe ich nichts anderes erwartet, Eivor. Du hast kein Ohr für solche Dinge. Eine Schande. Vielen Dank, Eivor, dass du die natürliche Ordnung anerkennst.
Okay, sind die mal weg? Die haben auch ein bisschen genervt. Na, mein Junge? Gut. Beim nächsten Mal machen wir noch ein bisschen weiter. Mal sehen, wo uns der Weg hinführt. Ich weiß noch nicht ganz. Wir kriegen es raus. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal einschaltet. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, euer Chris. Bye.